Sharkoon hat eine neue Tastatur am Start, Skiller SGK5, ziemlich cooles Teil und das unter 40 € mit RGB. Das war's. Ciao. Nein, Spaß. Skiller SGK5 ist eine neue Rubberdome-Tastatur. Rubberdome-Tastaturen können gewöhnlich maximal zwei Tastenanschläge erkennen, aber Sharkoon SGK5 kommt mit N-Key-Rollover daher. Das heißt, dass alle Tasten gleichzeitig betätigt werden können. So haben auch Rubberdome-Tastaturliebhaber die volle Kontrolle beim Zocken. Welche Tastatur benutzt ihr, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Im Gegensatz zu mechanischen Tastaturen sind Rubberdome-Tastaturen deutlich leiser. Allerdings nutzen sich die Tasten deutlich schneller ab als bei mechanischen Tastaturen. Das ist halt mal ein großer Nachteil. Aber hier gibt es erstmal für euch einen Hörtest. Ich bin nämlich ein Fan davon, dass es total leise ist. Natürlich haben wir auch eine komplett anpassbare RGB-Beleuchtung. Wir haben verschiedene Effekte wieder am Start, die sich auch ohne die Gaming-Software per Knopfdruck einstellen lassen. Das ist ziemlich cool an der Tastatur. Wir haben nämlich viele verschiedene Extra-Knöpfe. Die Gaming-Software ist sozusagen für die Feintuning der Beleuchtung zuständig. Außerdem könnt ihr natürlich auch Makro-Tasten einstellen. Das ist auch mega praktisch. Ich habe bei mir zum Beispiel verschiedene Programme eingestellt oder verschiedene Spiele. Zack, gedrückt. Schon startet das Spiel oder das Programm. Sehr praktisch. Allerdings sind die Tasten etwas schwerfälliger. Aber wenn wir schon bei den Sondertasten sind, wir haben natürlich auch Mediatasten. Zum Beispiel können wir die Musik wechseln, stoppen, einfach Mute-Taste oder Lautstärke einstellen oder sogar die Beleuchtung der Tastatur dimmen. Das geht auch. Wir haben verschiedene Profiltasten, drei Stück. Da können wir verschiedene Beleuchtungsprofile einstellen. Das können wir auch den Spielen zum Beispiel anpassen. Sehr, sehr praktisch. Hier hat Sharkoon wirklich mitgedacht. Sehr viele Extra-Tasten, definitiv ein Pluspunkt. Mein Fazit: Für einen Preis von 40 €, unter 40 € erhält man die Skiller SGK5 mit allem Pipapo dran. Wir haben, wie gesagt, Sondertasten, extrem viel Beleuchtung. RGB darf natürlich nicht fehlen. Wir haben, was auch noch sehr cool ist, wir haben hier eine magnetische Handballenauflage, kann man dran machen, wenn man Lust hat. Dank der Software könnt ihr individuelle Einstellungen übernehmen, zum Beispiel die Pollenrate der Tastatur einstellen und die Tastenreaktionszeit. Makros können wir einstellen. Wie gesagt, diese Tastatur ist für 40 € top. Ich habe euch ja eben schon gefragt, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Tastatur ihr so benutzt. Und dann sehen wir uns demnächst. Bis dann. Tschüsschen.